Liebe Medienvertreter, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 am Freitag um 20.30 Uhr hier im wunderschönen Fritz-Walter-Stadion. Ich begrüße hier oben FCK-Sportdirektor Markus Schupp, unseren Chefcoach Kostas Runjajić und Mittelfeldspieler Ruben Jensen. Bevor wir zum Spiel kommen, noch ein paar Zahlen. Wir haben Stand jetzt für die Partie am Freitag 30.345 Tickets abgesetzt. Darunter sind 3.600 Karten, die an Fans von Darmstadt 98 gingen. Also rechnen wir mit bis zu 35.000 Zuschauern. Für das darauf folgende Spiel beim FC St. Pauli konnte der FCK an seine Fans das komplette Kontingent von 1.952 Karten für den Gästeblock bereits absetzen. Schiedsrichter der Begegnung am Freitag ist noch nicht bekannt. Hier bitten wir wieder dann, den Blick auf unsere Online-Medien zu werfen. Da können Sie das nachlesen. Kommen wir zur Partie am Freitag. Markus, vorab nochmal die Frage. Die Woche war ja auch für den FCK ganz interessant, auch wenn wir nicht gespielt haben. Gleich 5 unserer Spieler waren bei der U21-Nationalmannschaft unterwegs. Daher wichtigste Frage, sind alle gesund und munter wieder in der Pfalz angekommen? Also angekommen noch nicht. Sie sind gerade, glaube ich, im Auto unterwegs vom Flughafen Frankfurt nach hier. Aber ich habe heute Morgen kurz Kontakt gehabt mit den Jungs vorm Abflug in Prag und mit Dominik Heinz gesprochen. Er sagte mir, dass sie alle wohlauf sind, haben die Nacht auch nach dem Spiel gut verbracht, sind fit, keiner ist angeschlagen, auch wenn Dominik und Armin auch beide Spiele über 90 Minuten über die volle Distanz absolviert haben. Hoffi hat gestern aus unserer Sicht zum Glück nur 45 Minuten gespielt. Shaw und Willi waren auf der Bank, haben aber auch im ersten Spiel ihren Einsatz bekommen. Ja, also laut Telefonat mit Dominik sind alle wohlauf gesund und haben sich auch gestern noch behandeln lassen nach dem Spiel, was wichtig war. Und sie kommen gesund wieder zurück und sind einsatzbereit. Dankeschön, Markus, für die guten Nachrichten. Kostas, es geht gegen Darmstadt 98, ein Verein, bei dem du selbst gearbeitet hast früher. Ist es für dich ein ganz besonderes Spiel am Freitag? Ja, rein sachlich gesehen ist es ein Spiel wie jedes andere. Es geht um 3 Punkte, die wir unbedingt auch haben wollen. Emotional ist es für mich ein besonderes Spiel. Ich hatte eine sehr intensive und lehrreiche Zeit bei den Linien gehabt, die ich sicherlich nicht vergessen habe und auch nicht vergessen werde. Dankeschön, Kostas. Ruben, ihr hattet jetzt ein spielfreies Wochenende. Konntest du oder du persönlich und auch die Mannschaft, konntet ihr die Zeit auch nutzen, ein bisschen neue Kraft zu tanken? Wie hast du die Tage verbracht? Ja, wir haben gut trainiert in der Woche und wir haben ein überragendes Spiel gegen Gladbach gespielt. Wir haben uns gut vorbereitet und neue Energie gesammelt für die nächsten 6 Spiele.